war eine große Herausforderung. Noch nie ist sowas gebaut worden. Ein Tisch, der die Gemeindegrenzen zeigt, aus massivem Nussholz, 9 Meter lang, 5 Meter breit und 2 Tonnen schwer. Wir mussten eine neue Fertigungstechnik entwickeln, um den Entwurf so umsetzen zu können, aber wir haben die Challenge angenommen. Unsere Geschichte beginnt mit einer langen Autobahnfahrt. Tischlermeister Herbert Elsenwenger ist auf der Suche nach dem richtigen Holz für den besonderen Auftrag. Eine der Schwierigkeiten war, Nussholz in der geforderten Menge und Qualität zu finden. In Vorarlberg, in Rankweil, traf man schlussendlich auf den richtigen Lieferanten. Wir sind jetzt da in Rankweil, im Holzlager der Firma Jabron. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir für den Tisch das entsprechende Holz aussuchen. Und da schauen wir, dass wir jetzt das passende für den Tisch finden. Und das war nicht einfach, aufgrund der hohen Ansprüche. Für welches Holz hat man sich entschieden? Mittlerweile sind wir bei der Schwarznuss gelandet, eine Nussart, ursprünglich nordamerikanisch. Und die Stämme, die wir jetzt anschauen, sind um die 100 Jahre alt und haben entsprechende Dimensionen. Und da werden wir jetzt das passende finden. Und die Kriterien für die Auswahl waren ebenfalls ungewöhnlich. Der Tischler vor 30 Jahren hat gesagt, das muss möglichst gleichmäßig und möglichst ebenmäßig sein. Das ist vorbei. Gibt es nicht mehr die Zeit. Jetzt geht es einfach darum, dass da Leben drin ist, dass man einfach das Gespür hat, das ist noch echtes Holz und massiv. Die massiven Stämme waren bereits mehrere Jahre luftgetrocknet und wurden dann 3 Wochen in einer speziellen Vakuumkammer nachgetrocknet. Denn besondere Bäume verdienen eine besondere Behandlung. Das sind einzigartige Stämme. Wenn Sie da 1000 Bäume haben, sind vielleicht 2, 3 Stück dabei, die sich da so eignen. Etwas mehr als 10 Kubikmeter Nussholz mit teils 7 Meter langen Stämmen lieferte dann am 21. Oktober 2011 ein LKW nach Eugendorf. Das haben wir alles mit Stapel jetzt entladen können. Und jetzt verfrachten wir das Ganze in die Werkstatt und richten uns das zum Weiterverarbeiten her. Die ersten Arbeitsschritte lauteten dann Ziegen und Hobeln. Insgesamt mussten ca. 1100 Einzelteile bearbeitet werden. Die dann zu 110 Segmenten zusammengefügt werden sollen. Jedes Segment bekam als Schablone eine rechteckige Spannplatte, zugeschnitten, mit einer Nummer versehen und mit der CNC-Fräse eine 2 mm tiefe Nut für die vorgesehene Kontur eingefräst. Die zugeschnittenen und ausgehobelten Nussholzkanten wurden, die eingefräste Kontur 2 cm überdeckend, auf die Schablone gelegt. Und dann in der Breite verleimt. Die Schablonen mit den darauf verschraubten Segmenten transportierte man in weiterer Folge nach Schliedorf, zur Tischlerei Wolfgang Moser, um dort über den definierten Nullpunkt ausgerichtet, auf der CNC-Fräsmaschine aufgespannt zu werden. Anhand der Nummerierung auf jeder Schablone bekam die Maschine mittels Computer und 3D-Modell die entsprechende Kontur zugewiesen. Jedes Segment konnte somit millimetergenau gefräst und zum Rücktransport nach Eugendorf vorbereitet werden. In einem weiteren Arbeitsschritt wurden alle Segmente plan und auf exakt gleiche Dicke geschliffen. Sechs Monate dauerten insgesamt die Vorarbeiten.
Dann verließen die Einzelteile die Tischlerei Elsenwenger. Für heute ist alles organisiert. Heute sollten die Teile angeliefert werden. Wetter passt, Kran ist bestellt, Teile sind verladen, werden angeliefert in Paletten. Und da kommen dann jetzt mit Kran die Teile auf die Terrassen hieven. Was in circa 2 Stunden erledigt war. Problemlos wurden 110 Teile auf Paletten gebündelt und auf die Terrasse des Sitzungszimmers gehoben. Im Raum war der Teppich schon verlegt und nach der Positionierung der Grundplatte konnte der Tisch Teil für Teil aufgebaut werden. Verleimen und verschrauben. Überschüssiges Material sofort entfernen und die Leimfugen verschleifen, waren Teil dieser Arbeitsphase. Jetzt ist der Tisch in seiner Form schon zu erkennen. Es erfolgte der Feinschliff. Mehrere Schichten Öl und Wachs brachten die Struktur des Holzes zur Geltung. Warum waren diese vielen Arbeitsschritte notwendig? Durch das, dass das Öl und Wachs ja im Holz einzieht, anders wie beim Lack, der Lack ist ja oben drauf am Holz, muss man mehrere Schichten auftragen, bis man dann die endgültige fertige Oberfläche hat. Nach einigen Tagen war dann am Meisterwerk nichts mehr auszusetzen. Die symbolischen Gemeindegrenzen innerhalb des Tisches wurden massiv umrahmt und der Tisch konnte im Sitzungszimmer seiner Bestimmung übergeben werden. Es war ein schöner Auftrag. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Architekten Lechner, Lechner, Schalhammer und meinem Tischlerkollegen Moser Wolfgang konnten wir alle Schwierigkeiten meistern. Ein besonderer Dank geht auch an mein Team, das mit viel Engagement dazu beigetragen hat, dass der Tisch so gut gelungen ist und wir damit den Handwerkspreis 2012 gewinnen konnten.